Willkommen mal wieder bei einem Beta-Video von Albatar. Hier sind wir noch in Orgrimmar, weil ich wollte euch diesen wunderschönen Buggy Riesendino zeigen und außerdem diesen NPC. Mit dem geht es nämlich ins Stadtgebiet. Man muss das Wrack auswählen. Am Anfang kann man nämlich alle drei Gebiete schon auswählen, warum auch immer. Und es gibt nur im Wrack-Gebiet gibt es am Anfang eben Quests schon. In den anderen gibt es gar keine Quests. Da muss man sich quasi erst vorspielen. Wahrscheinlich oder ganz sicher sogar wird es später eine kleine Starter-Quest geben in Orgrimmar, womit man dann dementsprechend hingeschickt wird und damit dann gibt es auch eine kleine Story, wie auch immer man denn in Pandaria landet und so. Aber momentan ist das natürlich hier nur platzhaltermäßig. Ihr seht, das war nach der ersten, das ist ein bisschen länger her das Video, das war nach der ersten großen Einladewelle und es ist die Hölle los. Ich muss sagen, wenn es so voll wird auf den Live-Servern, macht Questen keinen Spaß machen. Dann werde ich wahrscheinlich erstmal zwei Wochen warten, bevor ich überhaupt das mache. Oder ich mache es andersrum und fange so früh an, wie es geht und nerde einfach nächtelang durch. Das muss ich mir noch überlegen. Aber momentan ist es eben so, diese 15 Scavenger, die ich gerade schon angenommen habe, werdet bis zum Ende des Videos nicht sehen, dass ich diese Quest vervollständigen werde, weil die sind so absurd überfarmt, dass es grenzt schon fast an Kunst, da rechtzeitig was zu taggen. Ansonsten, naja, ich mache hier das Klassische, was man immer macht bei einem neuen Questgebiet. Einfach wahllos rumrennen und blöde Quests annehmen. Hier bin ich übrigens wieder mal wieder mit dem mächtigen Unlolly-Tip-Reist unterwegs. Und genau, einfach hier renne durch das neue Gebiet. Geht ja vor allem auch darum, dass ihr ein bisschen seht, wie das so aussieht. Für die zwei Leute unter euch, die noch keinen Beta-Account haben sollten oder noch keinen Invite. Das sollten mittlerweile aber nicht mehr allzu viele sein. Genau, ansonsten, ich mache das immer so. Ich weiß nicht, ob ihr da anders vorgeht, aber ich sammle immer alles auf, was ich in der Nähe kriegen kann und queste das dann ab. Aber ich denke mal, das werden die meisten von euch so machen. Jetzt share ich noch schnell ein paar Quests, die der Unholy vielleicht nicht hat, damit wir zusammen auf demselben Quest-Progress gehen. Ist auch ein bisschen besser wieder gemacht, das Zusammenquesten, aber es sind immer noch so diese gewissen, meiner Meinung nach, Designfehler, also so Tatsachen, dass man Sachen für beide aufsammeln muss und so. Ich finde, das ist mittlerweile einfach überholt und es ist einfach das Problem, wenn das so überfarmt ist wie hier, hat man, wenn man zusammenquestet, eigentlich eher Nachteile als Vorteile. Und das finde ich ein bisschen blöd. Ich finde, das sollte schon Vorteile geben, wenn man zusammen questet. Und so ist es halt immer noch so, dass man sich teilweise einfach aufhält, weil der eine noch nicht fertig ist und dann muss der andere warten und so. Aber naja, ist nur meine Meinung. So, noch fix für eine Instanz anmelden. Hello, man. Und weiter geht's mit der wilden Questannehmerei. Ihr seht auch, ich gebe mir jetzt nicht sonderliche Mühe, irgendwelche Questtexte zu lesen. Irgendwie habe ich das bei WoW aufgegeben. Außer es sind irgendwelche besonders guten Startgebiete oder so. Also beim Goblin-Startgebiet habe ich das, glaube ich, nochmal gemacht. Aber sonst ist das irgendwie eine Sache, die ich mir mittlerweile spare. Es sei denn, irgendjemand macht mich darauf aufmerksam, hey, hier, das ist echt cool, das musst du dir durchlesen, das ist krass lustig und so, und dann mache ich das schon. So, ich schaue jetzt erstmal, was ich überhaupt machen muss. Und deswegen auch immer wieder mal, geht auch immer wieder mal die Map auf. Und wir entschließen uns dazu, hier diese Wasserkugeln, wie auch immer, zu holen. Was irgendwie noch am wenigsten nervig ist, weil das einigermaßen oft respawnt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich jetzt da gerade zurückgeritten bin. Wahrscheinlich habe ich gerade gedacht, dass ich noch ein Quest-Item gesehen habe. Ich musste nämlich noch so, ich glaube, Batterien waren das, aufsammeln. Ich mache das öfter mal, dass ich irgendwie hirnlos was drauf schieße. Keine Ahnung,
Und es fällt mir übrigens auch gerade auf, dass ich keinen Pyroblaster in der Leiste habe. Also ihr werdet generell sehen, dass ich nach und nach Sachen dazu ziehe, weil ich einfach nur das Nötigste reinziehe jetzt hier für die Beta. Beziehungsweise weil ich auch mein Standard-UI gar nicht habe. Beziehungsweise ich habe mein UI nicht und muss mit dem Standard-UI arbeiten. Aber es gibt Schlimmeres. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich so schiebe und warum das so komisch aussieht, das ist die neue Levitieren-Sicht oder ja, neue Levitieren-Animation kann man ja fast nicht sagen, wenn man sich nicht bewegt. Also der Levitieren-Spell vom Priest sieht jetzt so aus. Das ist natürlich jetzt weg, weil ich gemountet habe. Der liebe Anhold hat mir jetzt gerade mal gezeigt, um was es hier überhaupt geht. Ich habe nämlich überhaupt nicht aufgepasst, wenn ich ehrlich bin. Also, wird schon, das ist eine typische Sammelquest. Da gibt es jetzt auch gar nicht so aufregende Sachen zu erzählen. Übrigens gibt mir schon die ganze Zeit meine geliebte Frostnova ab. Aber man kann nicht alles haben. Diese Kugeln, die ich gerade sammle, muss ich übrigens kombinieren. Deswegen poppt da jetzt auch quasi immer nicht kein aktuelles Quest-Update auf. Ich glaube immer 5 Stück oder so. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Genau, jetzt habe ich es kombiniert und den Fass benutzt. Und es gibt direkt eine Frau. Endlich mal wieder so eine Sicherung oder Batterie oder was auch immer das ist gefunden. Die sind nämlich auch nicht gerade häufig bei dieser völlig überfahrenen Sache. Also ihr seht ja, hier geht's absurd zu. Nach wie vor. Und jeder taggt nur das, was er kriegen kann irgendwie. Also auch, ich glaube, wir stehen gerade rum, weil wir beraten, was wir tun wollen. Weil es nicht so ein bisschen sinnlos ist, diese Mobs hier zu killen, weil macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn man die ganze Zeit auf einer Stelle steht und einfach wartet, bis ein Mob spawnt, den sofort tappen. Am besten noch mit einem Makro, dass man die ganze Zeit hämmern kann. Also es ist, wie gesagt, ein bisschen, naja, ein bisschen blöd. Aber ist die Frage, ob das überhaupt auf den Live-Servern so voll wird, wie jetzt hier, muss natürlich sagen, es gibt nur einen EU-Server, also nur einen Beta-Server und es sind sehr viele Spieler. Wobei, ich weiß nicht genau, welche Welle das war. Ob das die zweite war oder die erste noch. Mittlerweile ist es vielleicht nochmal schlimmer, wobei mittlerweile hat sich das wahrscheinlich auch verteilt, weil es ja jetzt doch ein bisschen rum ist. Und es ist ja auch so, dass man momentan nur bis 87 leveln kann. Das heißt, so viel gibt es dann auch gar nicht mehr zu tun. Wobei natürlich
man doch mit Twinks weitermachen kann und so. Aber ich richte mich dann eh lieber an Instanzen. Also wenn es so voll wäre, würde ich normalerweise lieber an Instanzen gehen. Aber es geht ja hier auch darum, euch das Gebiet zu zeigen. Also ihr seht schon, nach dem ganzen Cataclysm, düsteren und zerstörten Ambiente ist es jetzt wieder sehr viel beruhigter hier. Sehr viel schöner, sehr viel idyllischer. Genauso wie das Pandarenstadt, die wir eben auch. Das ist ja auch eher alles sehr schön. Ist dann abzuwarten, wie die anderen Gebiete so sind, ob es dann noch düsterer wird oder ob quasi ein Pandaria wirklich mal wieder ein helleres Addon wird. Nachdem ja jetzt auch Lich King und Burning Crusade nicht gerade wirklich hell waren. Also Howling Fjord ging ja noch, aber Borean Tundra war schon eher düster und zerstört und so. Und da ist natürlich jetzt das Startgebiet doch mal wieder eine Abwechslung. Zumal ja Hellfire Peninsula in Burning Crusade jetzt auch nicht wirklich aufbauend war. Der Burning Legion unterwegs und so. Und da scheint es doch ein bisschen harmloser, hier so ein paar Affen kaputt machen zu müssen. Ja, also nach der Summer Quest gerade haben wir jetzt hier eigentlich hier so eine typische Kill Quest, beziehungsweise die Mobs droppen halt Items, und wir müssen hier jetzt gerade diese großen Statuen außerdem benutzen, beziehungsweise da was einsammeln. Also hier ein bisschen weiter vorne in dem Stadtgebiet ist es ein bisschen ruhiger und man tut sich ein bisschen leichter als direkt neben dem Wrack, wo es tatsächlich ein bisschen blöd war. Das ist übrigens hier noch buggy, falls ihr euch wundert. Also die Gegenstände hören nicht auf zu leuchten, obwohl man sie schon gelootet hat. Bisschen verwirrend, aber es geht. Genau, und hier ist dann schon der zweite Quest-Hub, wo man auch über ein Portal in Orgrimmar rauskommt. Beziehungsweise über den NPC, den ich am Anfang gezeigt habe. Man trotzdem einfach alles zu tappen und zusammenzuziehen, weil, naja. Sonst kommt man einfach nie zu Rande mit seinen Quests. So, jetzt ist mir endlich mal aufgefallen, wie sehr mir eigentlich Frostnova fehlt, dass ich nochmal auf die Suche gegangen bin. Da kann ich das Alphabet nicht besonders gut, deswegen blätter ich gerade davon nochmal weg und gleich nochmal hin. Jetzt habe ich es aufgegeben.
Wie ich auch schon beim anderen Video gesagt habe, ich übrigens keine Ahnung, was ich tue. Also, hatte mir meine Space nicht so richtig durchgelesen und war irgendwie der Meinung, dass die AI-Router komplett anders ist, wollte sie mir aber nicht genau durchlesen, wie sie funktioniert. Ist aber im Prinzip alles völlig genauso. Ich bin einfach nur ein Gummi. Gerade gab es ein bisschen kleinen Cut und ich habe mir doch mal wieder noch ein paar neue Spells in mein Inventory, meine Action Bars gezogen. Und ich glaube auch meine Alt-Tasten belegt oder so. Also wie gesagt, ich komme ohne customizable UI gar nicht zurecht. Also ich bin mit dem Standard-Interface seit Classic nicht mehr unterwegs und deswegen bin ich ein bisschen gimpy. Und selbst mit Classic hatte ich schon. Greetings, man. Be seeing you. Über dem Gebiet schweben auf jeden Fall lustige Hilfspakete mit Propellern, die deswegen hier gerade mal die Kamera nach oben, weil wir uns da auch drüber gewundert hatten. Ich fällt sicher auf, dass ich teilweise ziemlich planlos durch die Gegend laufe. Das liegt daran, dass wir natürlich nebenbei im TS sind und uns ständig umentscheiden, was für Quests wir machen wollen. Beziehungsweise ich sag an Holly, dass irgendwas er was vergessen hat oder er sagt mir, dass ich was vergessen habe und so weiter. Und, deswegen gibt es teilweise so komische, seltsame Pausen, die sind aber tatsächlich nur deswegen, weil wir quasi kurz was bequatschen oder so. So, alle Feuer sind gelöscht. Auf zu neuen Abenteuern. Wir müssen sowieso tatsächlich gefallene Kameraden aufsammeln. Die sind Gegenstand einer sehr lustigen Quest, die kommt dann nachher noch. Und zwar muss man die armen Kerle nämlich mit einem Katapult über die Klippen schießen. Quasi eine brutale Art der Seebestattung, könnte man sagen. Diesen kleinen Umweg hier reite ich übrigens tatsächlich nur, weil mir die Geekensession gefallen hat und ich mir dachte, ich reite nochmal hier ein bisschen durch die Wälder sozusagen, obwohl ja hier gerade gar keine Bäume sind, aber es ist nochmal der Jade Forest hier. Also, es
habe ich mal hier einen kleinen Ausflug geritten, um euch zu zeigen, wie das hier so alles so aussieht. Und jetzt bin ich quasi wieder da, wo wir vorhin die Statuen aufgesammelt haben. So, den nächsten Bereich habe ich jetzt dann noch mal ein bisschen schneller gemacht, weil der ist nämlich ein bisschen langweilig, wenn man ehrlich ist. Das sind alles Quests, die ich quasi schon die ganze Zeit gemacht habe. Ich renne jetzt quasi nur einfach den Bekloppter im Kreis und versuche endlich mal hier die ganzen Gegenstände zu bekommen, die noch so fehlen und die halt eben, wie ihr seht, hoffnungslos überfarmt sind. Und weil das ein bisschen fad ist, da immer mitlaufen zu müssen. Nebenbei versuchen wir übrigens auch weiterhin diese 15 Kerle da zu tappen, falls wir mal einen sehen. Da sind wir jetzt mittlerweile bei 4 oder so. Da habt ihr das gesehen, dass so schnell wie der getappt hat, so schnell kann man gar nicht, naja, gegenhalten. So, jetzt kommen wir wieder zu einer witzigen Stelle. Und zwar, was ich vorhin schon angedeutet habe, man muss jetzt hier nämlich tatsächlich die armen gefallenen Kameraden mit dem Katapult in naja, die See befördern. Ich weiß nicht, ob die Familien und Angehörigen sich das von den Kerlen nicht irgendwie besser vorgestellt hatten. Ich werde wieder nichts verraten. Das ist auch ein Blick unter Orks, ich kenne mich da nicht so aus. Die Quest hier zeigt mal wieder, dass Blizzard doch noch nicht die Ideen ausgegangen sind, weil man nämlich hier per Bungee Jump, könnte man sagen, unten die Vorräte aufsammeln muss. Seht ihr aber gleich, nachdem ich gebeten habe, dass ich abmounten muss, genau. Jetzt hier Bungee Jump und unten Vorräte mitnehmen, das ist einfach mal wieder so richtig schön bescheuert. Speak, friend. Für den Bandagebomb braucht man übrigens die Schwänze von diesen Cloud Serpents hier. Ich weiß nicht genau, ob man die Schwänze da wirklich zum Bungee-Jumpen benutzt oder für was anderes. Ich glaube, ich will es lieber auch gar nicht wissen. Thank you.
So, ein bisschen sinnloses Gelauf habe ich jetzt wieder mal rausgeschmissen. Hier muss man mit dem Typen reden. Und danach dürfen wir hier hinten so Gruppen von Viechern killen, die ausnahmsweise mal echt sehr schnell spawnen. Also vielleicht sind auch einfach die Mobs vorne verpackt. Und die hier spawnen so dynamisch, wie sie sollen, weil ihr werdet sehen, dass wir die Quest relativ fix erledigen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir ziemlich Asit haben, aber die anderen Spieler nehmen ehrlich gesagt auch keine Rücksicht. Also, wer hier Rücksicht nimmt, kriegt seine Quests, glaube ich, nicht fertig. Diesem Zeitpunkt war leider meine Festplatte auch voll und deswegen kann ich mich jetzt schon mal bei euch verabschieden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video, was wir euch aus der Mist of Mandaria Beta drehen werden. Ja.